Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Anime-Spiel aus, und zwar dieses hier. Demon Slayer's The Hinokami Chronicles. Das Ganze wird von Sega gepublished und entwickelt wurde von den Naruto-Entwicklern. Wie hießen sie nochmal? CyberConnect? Ja, die haben das entwickelt und Sega ist der Publisher. Ich habe das hier schon mal ein bisschen geöffnet. Ist ab USK 16 freigegeben, PG 16, es gibt ein PS5 Upgrade. Es gibt aber auch eine Retail-Fassung für die PlayStation 5, sowie auch als Xbox One, Xbox Series X Cross-Fassung. Ob das jetzt Geld kostet, weiß ich leider nicht. Dann steht hier noch ein Aufkleberchen leider auf der Hülle. Digitale Bonusgegenstände enthalten. Werde zur Klinge die Dämonen richten. Dann gibt es einen Abenteuermodus. Da kann man die Story nachspielen. Also den Anime, und dann gibt es noch einen Versus-Modus, wo du 2 gegen 2 Kämpfe machen kannst anscheinend. Das Spiel geht zu 1 bis 2 Spieler an einer Konsole, 1 bis 2 Spieler online, braucht 25 GB Speicherplatz, so Archive 4 Version werden unterstützt, wie auch die PS Vita mit Remote Play und auch die PS4 Pro wird unterstützt. Also wenn ihr eine PS4 Pro habt, sieht das Ganze mal ein bisschen schöner aus und ist vielleicht auch schneller. Wenn ihr eine PS5 habt natürlich, da läuft das noch mal ein bisschen noch schicker und auch wahrscheinlich wird der Controller unterstützt. Und ja, wo habe ich das hier vorbereitet? Können wir das Steck mal öffnen. Der Anime läuft noch auf Pro7 Max. Habe ich mir schon eingezogen. Gefällt mir richtig gut. Das Abenteuer von dem Geschwisterpaar. So. Cover sieht auch cool aus. Klar, USK-Logo. Bisschen störend, das hätte mir ja auch gereicht. So sieht die Rückseite aus. Zeige ich euch nochmal. Guck mal. Dann haben wir hier die Spieledisk. Dann haben wir hier Werbung und dann den Digitalcode. Ja, und das war leider ein kleines Unboxing, aber wieder wahrscheinlich ein cooles Spiel, was mir gefallen wird von Sega. Sega hat ja dieses Jahr einige Spiele rausgebracht, die mir gefallen. Dieses Jahr Judgment. Und ja, ich bin gespannt, wie es ist. Wenn ihr schon gespielt habt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit. Über einen Kommentar und Like würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wie der Anime, wie ihr den findet. Ansonsten war es das jetzt von mir. Wenn euch das Spiel interessieren sollte, den Launchteiler verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und das war es dann von mir. Schönen Sonntag wünsche ich euch noch, oder Montag oder Dienstag, je nachdem, wie das Video online ist. Bis bald. Tschüss.